Hallöchen, meine lieben Saftfreunde, ich bin's wieder hier aus meiner Saftküche und heute habe ich eine interessante Kombination. Wie ihr wisst, haben wir ja momentan Herbst und Erntezeit von Äpfeln hat begonnen und es gibt auch schon die leckeren Clementinen, die Mandarinen hier, aber das sind gar keine, das sind die Satsuma, das ist nur so eine ähnliche Sorte. Und heute werde ich einen Apfel-Satsuma-Saft hier durch meine Maschine pressen. Und das Besondere daran ist, hier dieses Teil kommt komplett mit Schale rein. Denn die Schale auch von Orangen, die kann man essen, habt ihr das gewusst? Aber natürlich wichtig, Bioqualität, weil ansonsten könnt ihr euch richtig den Körper vergiften, weil ja, im konventionellen Anbau wird halt richtig gespritzt und auch danach noch mit Wachsen wird da behandelt, damit die schön glänzen. Also das ist nicht so das, was wir wollen. So, diesen Saft trinke ich heute zum ersten Mal und ich bin schon total gespannt, wie der schmecken wird. Ich habe hier drei kleine Äpfel und zwei Satsumas und jetzt werde ich mal die Äpfel hier nochmal halbieren. Und dann passen die hier auch schon in meinen Entsafter rein. So, dann fangen wir mal an. Zuerst gebe ich mal hier die zwei Satsumas hier rein und dann gleich einen Apfel oben drauf und schalte ein und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Definitiv ein Saft und das ein ganz besonderer Saft, denn wie gesagt, in der Schale von der Satsuma stecken sehr, sehr viele, ja, ganz besondere Stoffe drin. So. Alle Äpfel rein und farblich sieht der Saft auch schon sehr lecker aus. Satsumas sind übrigens noch ein bisschen süßer wie Clementine. Heute mache ich mal einen relativ süßen Saft, aber zur Abwechslung kann das ja auch nicht mehr schaden. So, was jetzt ganz wichtig ist, ich filtere das jetzt hier alles nochmal durch, wie ich das immer mache. Nochmal durch ein Sieb, damit hier wirklich die Faserstoffe alle rausgefiltert werden. So, und dann habe ich mir ein schönes Glas vorbereitet und dann werde ich jetzt hier mal gleich diesen leckeren Saft genießen. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. So. Lassen wir es uns schmecken und ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren und wir sehen uns bald wieder. Und ich bedanke mich natürlich auch noch für den Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Bis dann, euer Christian. Ciao. Oh, echt leckere Kombination. Super lecker. Super.